So, Freunde, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ihr seht schon, wir haben Gail dabei. Denn mir ist ja aufgefallen, dass Halsin in mein Lager, in der Schattenwelt, tot neben den Truhen liegt. Ich habe versucht, ihn mit Wiederbelebungsschrifträumen anzuvisieren. Ich habe ihn nirgendwo gefunden. Es funktioniert einfach nicht. Alle anderen NPCs, die potenzielle Begleiter sein könnten, habe ich anscheinend ebenfalls versaut. Also irgendwie habe ich all meine Entscheidungen dahingehend ausgerichtet, dass alle tot sind. Die andere Elfin, die am Anfang im Schattenlager war, hier oben, die kurz vor der Entführung des Lichts bei uns war, hier, ist ebenfalls nicht mehr da. Und der menschliche Jäger oder Bogenschütze, der später noch anscheinend in der Hauptstadt irgendwann kommt, steht in Verbindung mit der hier vorhandenen Elfin, mit der älteren Dame. Und wenn sie nicht mehr da ist, ist er auch nicht mehr da. Eho. Habe ich Gil jetzt mit Arkanhunger mitgenommen, habe ihn allerdings umgeswitcht, genauso wie Will. Und bei mir nochmal ein bisschen versucht, Kombos rauszuholen. Wie ihr sehen könnt, ist Will jetzt Kriegskleriker auf Stufe 2. Final wird dann noch Stufe 1 sein. Aber auf Stufe 2 bekomme ich geführter Schlag hinzu. Und damit kriege ich plus 10. Und da Will Bogenschütze ist und ebenfalls Scharfschütze minus 10 bekommt, kann ich das damit noch gut ausgleichen. Auf Level 7 Waldläufer bekomme ich Defensivtaktiken, die jetzt noch nicht so wichtig sind, habe ich das Gefühl. Schattenherz ist, wie gesagt, normal geblieben. Ich hatte erst zwischendurch mal auf Charisma und ohne Geschicklichkeit gepimpt. Allerdings ist es durchaus möglich, die Zauberer-Slots nur auf Nicht-Damage-Zauber zu nutzen und die keine Prozentzahl beim Treffen brauchen. Okay, Schlaf brauche ich, aber was soll's. Gail, er ist Mönch, Schattenmönch Stufe 3 und Druide, Sporn-Druide Stufe 5. Den habe ich gewählt, um erstmal zu schauen. Eigentlich gibt es einen guten Bild mit Sporn-Druide und Kriegskleriker, da der Kriegskleriker am Anfang sozusagen für jeden dieser Extrapunkte, den er ausgeben kann, einen extra Angriff starten kann, was in der Kombination mit Gales Sporenattacken ziemlich nice ist, wenn du das machen kannst. Ich habe erstmal Mönch genutzt, um zu gucken, wie die waffenlosen Angriffe und Keypoints funktionieren. Ihr seht, ich habe sehr viel extra Optionen, Tiergestaltladungen, in denen ich auch symbiotische Einheit nutzen kann. Und Glückspunkte als Feed, weil, ich meine, er ist ein Sporenpilzmagier und Glückspilz als Feed ist er ja wohl mal ziemlich gut. Schönen guten Tag, ich bin's wieder. Der Doktor ist ja noch da. The doctor will see you now. Down the corridor. Nice, ich habe mich schon überall groß umgeguckt. Warst du hier noch irgendwelche Dinge, die du mitnehmen kannst, aber... Blutbankflasche, Flaschenregal. Nope, brauche ich nicht, will ich nicht. Oh, eine Leiche. Silbertablett, das würde ich mitnehmen. Dich würde ich noch mitnehmen. Man kann nie genügend Vorräte haben, obwohl ich schon über 1000 habe. Deswegen könnte ich langsam mal aufhören. Und jetzt ist die Frage, wo ich hin muss. Hier ist eine Blutspur. Das ist wie so ein Auditorium in der Uni. Früher, wo die Studenten von oben runtergeguckt haben und gelernt haben. Skalpell. Das will ich mal haben. The objective of the Scalpel Sisters is to soothe. For the Scalpel indeed is an extension of Shah. See how the patient reacts. When I but stroke the right nerve. Hear its comfort, hear the very melody of mercy. Das Faszinierende, ne? Ohne diese kranken Typen in der Vergangenheit hätte es das Wissen für die heutige Medizin wahrscheinlich nie gegeben. So, wer schwach ist, nicht hingucken. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver.
Hey, ich bin das gewohnt. Wir sind die. Step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome. Wir sind die Truppe der Verzweiflung. Land von seinen Such, Flug befreien, ein Student. Ja, bitte erzählt mir mehr. Ich werde diesen kranken Spektakel sofort stoppen. Was hat der Mann Falsches getan? Das ist erstmal eine gute Frage. Wahrscheinlich nichts. Behold, Sisters, the very face of ignorance. One who mistakes tenderness for torture. Bisschen. Go on. Acquaint the face of ignorance with the true object of our studies. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. Hells! Only a monster would inflict misery and call it medicine. See? What is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being? If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence. Also haben alle ihre Augen von den Schwestern abgegeben oder was an der Rezeption? But you, look how the sucker of Shah eludes you. Aber Schattenherz nicht Shah, Anhängerin? See how painfully present you remain. We do. Na shit. Also das ist ziemlich dumm. Wollen euch nicht leiden sehen, alright. Nachforschen, die Schwester und ihre Instrumente ansehen. Religion, überlegen, was das Schar-Lehren weiß. Überzeugen, Schwestern sind noch nicht bereit. Sie machen mich krank, statt mich zu heilen. Erstmal Religion nutzen oder nachforschen? Meine Instrumente sind ja offensichtlich Skalpelle und Nadeln. Religion bin ich aber schlecht. Jetzt gerade, wo ich keine Intelligenz mehr habe. Minus 1, holy moly. Göttliche Führung von Will, weil er keinen Konzentrationszauber hat. 6, das wird schlecht. Mal gucken, was passiert. Vielleicht wieder ein Kampf. Try as you might, you can't think of any relevant teachings. Okay, jetzt versuche ich mal auf Schattenherz zu wechseln. Um zu gucken, was. Okay, weil ich immer noch im Dialog bin, geht es nicht. Alright. Nachforschen. Auch minus 1. Also ohne die Intelligenz-Buffs ist es schon ziemlich schwer. Ich sollte das dann vielleicht erst vor Kämpfen einsetzen. Ah, auch versagt. Super. Ich weiß nicht. You know nothing unusual about the sisters, aside from their menace. Überzeugen. Charisma. Chip. Bam. Their incisions are, as yet, still streaked with imprecision. That much I must concede. How to steady their hands, I wonder. Blaze it, Fort ready! Kämpfer überzeugen. Übungskämpfe sind essentiell, um voranzukommen. Ja, nehmen wir das doch. Ich brauche ein besseres Subjekt zum Üben. Keinen Studenten, sondern einen Meister. Sie sollen voneinander lernen, gegenseitig kämpfen? Das wollen wir doch sehen. Kämpfer, Vorteil, nice. 13, 16. Hoffentlich kriege ich ein D4. Ach, das reicht nicht. Nutze ich Inspiration. Sie werden jetzt wahrscheinlich gegen mich kämpfen. There is misdirection in your words. You seek to linger in your sickness. Sisters, what say we to such wretches? The scalpel soothes. Come sing its song. Ah, ohne Kapuze. We would hear your melody of mercy. Fight! Okay. Du willst es so, du kriegst es so. Ich bin gespannt, was unsere neuen Taktiken bringen. Autsch.
2 bis 16 als Reaktion mit Blitz. Was hatte ich denn für ein Feed genommen bei ihr beim Umleveln? Habe ich immer noch Adept? Nee, ich habe Erhöhung der Werte genommen. Genau, deswegen hat sie 18 und 16. Okay. Dann dich weg und Zorn des Schalls. Mal gucken, was... Nee, brauche ich nicht. Reaktion reicht. Widerhall. Okidoki. Wir haben dich. Du wirst Fernkämpfer sein und sollst aus der Ferne Gale beschützen und waffen. Gale hat momentan 20, du hast 17. Das heißt Konzentration. Und Tote vertreiben. Könnte man probieren. Dann will ich mal probieren, ob das was ausmacht. Ich gehe noch ein Stück näher ran. Lass uns mal reinzoomen. Es müssten ja Untote sein, oder? Ja, es sind Untote. Das heißt, gleisender Schaden sollte... So, mit der Energiearmbrust brauche ich immer noch meine Bonusaktion. Kann dann aber nicht mehr mit der Aktion angreifen. Könnte aber dich nutzen. Okay, wie machen wir das am dümmsten? Zeichen des Jägers. Nummer 1. Rückzug. Nummer 2. Extra Ladung Kriegspriester. Wieso kann ich da jetzt von nichts nutzen? Aufführbare Ressource. Punkt verbraucht um einen zusätzlichen Angriff als Bonusaktion. Ah. Ich dachte, ich kann das generell nutzen und krieg dann einen zusätzlichen Angriff, aber ich brauche die Bonusaktion dafür. Okay. Ist wie es ist. Vertrieben sind sie. Sie sind untot. Tschüss. Und er nicht, oder was? So, Schattenherz ist dran. Ich bekomme... Konzentration halte ich aufrecht oder... Nee, halte ich nicht aufrecht. Das heißt, ich könnte einen Konzentrationszauber anwenden, will aber lieber krippen. Also ein, ich habe Synergiefähigkeiten entweder mit Blitzladungen, die ich nur durch Bogenschüsse kriege. Steht zu nah dran. Ich kann den Crit für mich selber pushen, mit Schlaf, mit Person festhalten oder mit Vorteilswürfen. Ich kann buffen oder... Ich nutze einfach dich. Was ich tun werde. Ich habe aber keinen Konzentrationszauber. Dieser Zauber, ne, der gibt ja auf Stufe 3 15 mehr maximale Trefferpunkte. Deswegen haben die alle um die 80. Das ist so stark. Aber leider das Stufe 4 Zauberplatz weg. Okay, dann mache ich jetzt. Was habe ich noch für Konzentrationszauber? Mache ich doch nicht. Prokrat, ein zusätzliches Ziel. Dann mache ich Stufe 3. Nee. Ah, 56% nur. Das ändert sich nicht. Okay. Ja, sorry. Jetzt habe ich wieder neue Attacken und Co. Und muss erstmal schauen, wie ich das anwende. Charisma. Oh, ich habe doch... Ich habe Charisma wenig, ne? Es kommt vom Zauberer. Charisma? Kommt das vom Zauberer? Nee, aber wieso ist es dann Charisma? Ach nee, Charisma ist Rettungswurf. Ah, ich bin so dumm. Okay, dann mache ich es doch so. Ah. Ja, dann mache ich so. Ich habe eine Idee. Vernichtender Zorn auf Stufe 1. Nope. Auf Wiedersehen. Ich bin raus. Nutze dich. Und schubom. Und renne, was das Zeug hält. Erstmal. Wo könnte ich hin? Ich könnte versuchen, euch zu splitten. Nee, ich muss raus aus seiner Reichweite. Und könnte sogar taktiktechnisch von hinten angreifen. Ja, mal gucken.
Das geht nicht mehr. Schade. So, der Pilzmagier, der rein theoretisch in den Nahkampf muss. Und das wird er tun, um zu gucken, wie seine Klasse funktioniert. Werde ich das machen. So, was kann ich nutzen? Ich kann dich nutzen. Ich kann Dunkelheit nutzen. Rauszoomen. Der Nachteil ist, ich nehme dann selber Schaden durch Dornwuchs. Glaube ich. Ich werde es nochmal rausfinden müssen. Und... mentale Erschöpfung hat getriggert. Nice. Na, gegen den Rettungswurf. Mentale Erschöpfung. Gut, gut, gut. Mit dem Amulett sprechen oder Feuerschild. Und wir sprechen mit dem Amulett. Denn wir haben das verrückte Amulett am Mann, der Keypunkte wiederherstellen kann für den Mönch. Ja, Pecto. Okay. Sporten. Au, 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 au. Alright, alright. Du kommst zu Will. Kannst ohne Sporten. Ah, es ist so schön. Konzentration verloren. Ach, dammit. Ich habe eine Stufe 20. Wie viel Konzentration habe ich eigentlich auf Will? Ah, nur 14. Das muss ich überdenken. So, der Meister kommt. Spaß. Viel, viel Spaß. Ah, es ist ein Nahkampfangriff. Na, dann gebe ich doch dir Hex. Und zwar... Hunger von Harder wird unterbrochen. Richtig, darf ich nicht vergessen. Dann, was kann ich noch machen? Bonusaktion, ein Säbel herbeirufen. Nope. Über dein Amulett. Wissen gilt Angriffswürfe gegen Apparationen im Vorteil. Nutze ich. Tatendrang. Shabam. Und was mache ich jetzt? Ich könnte dich reinkatapultieren. Könnte mir Armor of Agathys aus Stufe 3 geben. Will ich aber aufheben, falls ich das brauche. Den letzten Stufe 3 Slot. Was mache ich denn? Schaden, Hauptangriff. Und in der Hoffnung auf den Crit. Verbergen kann ich mich noch nicht, weil ich nicht im Dunkel bin. Okay, Crit. Glück, automatisch kritten. Ja, da ich noch nicht im Dunkel bin, mache ich das. Und du bist verängstigt. Dank meines Alten. Und Hauptangriff nochmal. Wegen extra Angriff. Gerne. Obwohl, jetzt brauche ich rein theoretisch nicht mehr kritten. Ich könnte dich durch Bohren und durch Schlag wegdonnern. Und da ist sie tot. Und ich kann looten. Spritze. Leicht Finesse werfen. Gut. Okay, also mit Sporen, Druide. Muss ich mir noch einiges überlegen. Glückspilz. Haha. Solange ich meine Trefferpunkte temporär behalte, wird alles gut. Okay, Bonusaktion. Bam. Zusätzlich. Oder fesselnder Schlag. Unterstützung gibt's nicht. Ich könnte heiligen Schaden machen. Aber wir wollen Schaden machen. Shabam. Jetzt mache ich mehr Schaden. Plus 4 Energie. Ach du Scheiße, hat er 4. Okay, dann werde ich wohl. Ich kann nicht im Dunkeln sehen. Ah, shit. Fehlschlag, holy moly. Okay. Fernkampfangriffe bewirken zusätzlich 65, 40. Crit, crit, critity crit. Okay,
Okay, momentan habe ich das Gefühl, es war nicht die beste Idee, das so zu machen. Also was die neuen Klassen angeht. Aber erstmal Wurst. Vorteil. Und Blitzladung. Nice. Damit 3 temporäre Trefferpunkte. Bonusaktion. Das wollte ich ausprobieren auf jeden Fall. Wie viel habe ich denn? 18. Ich könnte... Aber ich habe... Habe ich Konzentration nicht noch auf... Nee, habe ich nicht. Dann gebe ich es mir. Time for a boost. Habe ich jetzt wieder ins Leere gezaubert? Nee, zum Glück nicht. Alright. Und ich gehe wieder hoch. Bis gleich. Okay. So, was kann ich hier Sinnvolles anstellen? Ah ja, das wäre eine gute Idee. Schaden vermeiden. Leute von mir weghalten. Das ist eine Aktion und das ist eine Aktion. Keypunkt. Stille für alle! Und ihr dürft keine Zauber mehr verwenden. Ach, ist das schön. Nahkampf. Boom! Das macht extra nekrotischen Schaden. Ist also doch keine schlechte Synergie mit heilige Spuren. Ansonsten kann ich hier nichts mehr tun. Keine Keypunkte mehr einsetzen. Ich dachte, Keypoints kann ich so lange verwenden, bis sie mir ausgehen. Und da sie jetzt in Stille sind, werde ich mich zurückziehen. Okay, also es macht wenig Sinn. Wahrscheinlich ist Kriegskleriker mit Spurendruide doch besser. Dann kann ich schwere Rüstung nutzen. Und im Dunkeln, ohne vorgeschrittene Dunkelsicht, macht das wahrscheinlich wenig Sinn. Nach dem Kampf wird wieder umgeswitcht. Ah ja, wenn ihr euren Zug da drin beginnt, bekommt ihr Frostschaden, Freunde. So. Ich bin dran. Könnte euch jetzt weiter zurückschlagen. Da ich allerdings... Ich gehe in den Nahkampf. Komm mal, was da war. Konzentration halte ich auf. Hunger von Hader. Muss also bestehen bleiben. Und vor allen Dingen kann ich jetzt mit Dornpeitsche und zurückschlagender Strahl Leute rein und raus pingen. Das war ziemlich nice. Vampirischer Schlag. Nö, brauche ich nicht. Ich würde gern mal eins ausprobieren. Wie viel Schaden mache ich mit Werfen? Wo ist mein Hauptschwert? Okay. Ist wieder ausgerüstet. Sorry. Aber das sind jetzt neue Dinge, die ich rausfinden muss. Und ich habe meine Aktion verbraucht. Wunderschön. So mag ich das doch. Aus dem Gleichgewicht und zurück. Oh, 22. Holy moly. Und er bufft seine Leute auch noch. Also ich muss auf jeden Fall Bonusaktion. Da ich dich als Bonus ausführen kann und 37 Schaden mache, maximal. Oh, ich habe ja noch den Feuerballstab. Freut euch, Freunde. Oh, wieso muss er denn rangehen? Weil er nicht sieht? Oh, hab ich Schwein, dass ich keinen Schaden nehme, ey. So, fesselnder Schlag. Schlag. Da habe ich doch eine... Hab ich da nicht eine Combo? Okay. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass er nah rangeht. Aber gut. Was ist jetzt am sinnvollsten? Natürlich eins.
Und zwar... Fehlschlag. Ja, Will, da ist ein bisschen ungünstig. Ich gehe mal noch hier hin. Versuch's mal von hier. Alle rein. Okay, es hat bei dir nicht geholfen. Dann fliege ich wieder hoch. Ah, fliegen ist komplett eine Bonusaktion. Alright, sollte ich also nicht zwangsweise darauf pushen, das zu machen. Death is but a word away. Ja, ich muss erstmal wieder lernen. Personen festhalten. Danach bin ich dran. Wäre eine Idee. Aber wie so dumm sein, wenn ich weiter mit Rebounds arbeiten kann. Und harder. Du machst 1 bis 4 Schaden. Ja, komm. Und Glücksbildsvorteil. Angriffswurf. Ich mache ja nicht so viel Schaden. Deswegen brauche ich es erstmal nicht. Fehlschlag. Komplett oder was? Ja, ich werde ein bisschen buffen. Und... Lass mich kurz zurückziehen. Rückstoß. Rückstoß. Er fliegt aber nicht weit zurück, ne? Okay. Hunger von Harder ist noch drin. Ja, pass auf, dann... Fehlschlag. Psionischer Rückschlag, wenn dein Gegner in deiner Nähe Zauber wirkt. Verwendest du... Ja. 20 psychischer Schaden. Holy moly. Solange wir ihn an den Zug verwenden muss. Du hast wie viel? Alright. Sollte doch reichen. 35, weil... Warum? Okay. Wir sind doch Schlagfernkampf. Okay, pass auf. Ja, Nahkampf macht halt keinen Sinn. Ich bin halt im Nahkampf und das muss ich mit Will vermeiden. Alright, ich hab's kapiert. Zeichen des Jägers unterbricht Konzentration. Im Vorteil zu sein, bringt mir das was? Ich bin jetzt schon im Vorteil wegen Bedrohung. Das muss ich mir merken, ey, dass ich die Dinge nutze weiterhin. Ja, wie wäre es denn, wenn ich mich unsichtbar mache? Und verschwinde. Making my move. Ist wahrscheinlich das Beste, was ich mit einem Fernkämpfer machen kann. Ich habe keine temporären Trefferpunkte mehr. Blitzladung brauche ich momentan nicht. Er ist eh gleich tot. Doch, Blitzladung. Shabam. Bonusaktion. Heilen. Nebelschritt. Zauberpunkte erzeugen für einen Slot. Nee. Ich bin eigentlich genau mit den falschen Leuten im falschen Gebiet. Sie als Nahkampf-Sturmklerikerin sollte im Nahkampf sein und er im Fernkampf. Ah, das muss ich noch austesten. Will ist, Dings ist wieder dran. Warum kann ich ihn einfach nicht zurückschlagen? Gefesselt. Deswegen wahrscheinlich, weil er gefesselt ist. Key-Wiederherstellung. Aktion. Ja, und nun?
2, da, okay. Reaktion, Bonusaktion. Another fight. Let's go. Crit, crit, crit. Und critty crit. Verängstigt. Bist umzingelt, mein Freund. Ungefesselt. Glückspilz. Nutzen wir. Du kriegst halt Feuerschaden, wenn du das so willst. Psionischer Rückschlag. 15 Schaden. Okay. Gleisender Angriff. Also Will ist irgendwie verbuggt. Alle seine Zauber reisen durch die Zeit. Komisch, komisch, komisch. Donnerndes Niederstrecken ohne Zauberplatz. Gleisend. Und wir fliegen nochmal durch. Und nehmen sie mit. Okay. One can't always be a gentleman. Ja, ich muss mir schon bessere Attacken ausdenken. Sie muss humanoid sein, ist er nicht. Alright. Ich schick dich halt Rettungswurf. Ja, dann bleibt mir immer nur noch dasselbe über. Ist immer noch gefesselt. Okay. Jetzt will ich mal eins ausprobieren. Dazu brauche ich allerdings... Muss ich versuchen. Okay. Dafür brauche ich eine Aktion. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass ich dafür für Ausrüstungswechsel eine Aktion brauche. Ich wollte jetzt gucken auf Armor of Agathys, was die Rüstung mir gibt. Die temporären Trefferpunkte befürwortet, oder nicht? So much for peace. Vor allen Dingen habe ich immer noch mein Feuerschild. Das ist super. Ist immer noch gefesselt. Okay. Gib mir dein Leben, Fehlschlag. Schade, ey. Kann ich Verderben ansetzen? Nö, brauche ich nicht, okay. Mehrfach Angriff. Ja. Psionischer Rückschlag. Boom, alle tot. Also ja, es hat gut funktioniert. Dank der Fähigkeiten, aber Kombination und Klassen bevorzugen. Holy moly. Das wäre für mich gut. Aber uralter Gräuel ist auch gut. Auge in Flasche. What's in here? Und wieder dabei. So, Will ist jetzt Schurke Waldläufer. 3 Stufen. Er ist Dieb, bekommt damit 2 zusätzliche Bonusaktionen mit der Arkan-Munition nicht verkehrt. Da kann ich das nämlich einsetzen und noch zusätzlich eine andere Bonusaktion, bevor ich das einsetze. Und Gale ist jetzt Kriegskleriker und Druide mit schwerer Rüstung. Kann durch Grimms Schädel keine kritischen Treffer erlangen. Ziemlich nice. Kann heilen, denn er hat Heilung plus 6. Und er kann mit dem Ring, Reiz des Retters, 2 Trefferpunkte wiederherstellen. Mal schauen, ob das zusätzlich auch für temporäre Trefferpunkte funktioniert. Und da können wir das so machen. Ich habe mir noch genügend andere Ringe. Das ist schön, wenn der Mitchell Layley verzauberte Waffe hat, bekommt ein Angreifer 3 Stichschaden. Und ich hoffe, dass halt
symbiotische Einheit immer dann, wenn ich einen Gegner Schaden mache, ja immer nekrotischen Schaden bekommt. Das heißt, so, umso mehr zusätzliche Instanzen ich bei Aktionen von Gegnern habe, die ihm Schaden machen, kommt automatisch nekrotischer Schaden dazu. Deswegen würde sich ja auch eine Doppelarmbrust empfehlen. Da ich ihn allerdings auf Stärke getrimmt habe, nicht ganz so gut, aber egal. Würde sich eigentlich empfehlen. Jetzt will doch die 18er Rüstung zu nehmen, weil ich brauche maximale Rüstungsklasse, um die Trefferpunkte nicht zu versauen. Und da gibt es doch dich mit 18, dich mit 17, aller des Wiebschaden, Nachteil. Ab sofort 20. So, und jetzt haben wir mehrere Optionen. Wir können hier hoch hingehen, wo eine Wache steht. Ich habe das ganze Gebiet abgesteckt. Wir können hier hingehen, da ist Party hier irgendwo. Und eine Brücke voller Untoter. Oder wir gehen jetzt Richtung Quest. Die Frage ist, wie wird mit Quest verfahren? Ah, oder wir gehen hier hin. Aber da ich hier oben bin, würde ich erstmal gucken, ob sich hier noch Quests auftun oder nicht. So, dann gehen wir mal hier hin und gucken. Our hero thought but of treasure ahead. Did not consider the peace of the dead. Through the dark he went creeping and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which he himself fed. Eine Mahnung nicht weniger. Ihr macht euch doch keine Sorgen um mich. Wie lange habt ihr hier rumgestanden? Diesen kleinen Vortrag eingeübt? Ich wollte damit sagen, dass dort ein Schatz liegt. Ja, wir sind cocky. Merely protecting my assets. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Soll ich mich etwa umsehen, das Weise suchen? Oh. We both know they are soon to be revealed. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. Computer-Sache. I already did. If through the dark, you go creeping and awake what is sleeping. Chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Sprich das aus. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you'll have unleashed a pestilence upon this realm. In truth, it is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. Motiv erkennen. This creature and I go back a long way. I admit it would be in my best interest as well should it remain trapped in the dark. Or misplace its head, perhaps? I should not relish its reacquaintance. Geht doch erst in die Brennerei und in den Turm. Wir müssen noch Wills Vater immerhin retten. In Ordnung, klingt nach einer Bekanntschaft, die ich liebend gern machen würde. Listen here, Pipsqueak. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. That much I owe the bastard to concede. After all, if there is one rule I hold dear, it's that one must always give the devil his due. Okay, das war genug. Warnung, Will, wir gehen erst in die Brennerei und retten dann deinen Papa.